So, wir sind jetzt bei Adria hier auf der Caravan-Salon in Düsseldorf und neben mir steht der René Ochsendorf, Geschäftsführer der Bergischen Wohnmobile. Wenn er regelmäßig guckt, den jungen Mann kennt er ja schon. Ja, ne? Vom letzten Jahr Caravan-Salon haben wir uns gesehen. Genau, da haben wir auch schon zusammen gefilmt. Wir möchten euch speziell vorstellen heute den Adria SG Sport. Aber bevor wir da, Entschuldigung, die Maske rutscht, bevor wir da rüber gehen, schauen wir uns mal ein paar Neuigkeiten von Adria an. Und der René ist so lieb und... weil er kennt sich ja noch ein bisschen besser aus oder viel besser aus. Ein bisschen, ja. Was da Neues so gibt. Und eins ist interessant, auf jeden Fall schon mal eine neue Farbe. So viel kann ich schon mal verraten. Genau. Und jetzt stehen wir hier vor allem, aber der ist gerade belegt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz rüber. Sollen wir direkt zur neuen Farbe? Sollen wir direkt mit der neuen Farbe starten? Gehen wir eben da rüber. Ja, hier sehen wir das neue Lanzarote Grau von Fiat, was wir ab dieses Jahr für die Fiat Twin Baureihe bestellen können. Ist eine sehr interessante Farbe, so bisher noch nicht gesehen. Frank, ich weiß nicht, du bist ja auch im Kastenwagenfarben genau, sehr gut unterwegs. Wir fanden ja auch dieses Expeditionsgrau ganz toll. Ja, haben wir hier auch stehen, schräg dahinter. Mal gucken wir gleich nochmal. Können wir gleich nochmal schauen. Da ist das nochmal eine Ecke dunkler. Genau, ist eine Ecke dunkler. Ist vielleicht so ein bisschen das in die Richtung des Eisengrau Metallics, wenn man das so ein bisschen sieht. Natürlich ein Ticken heller, wirkt ein bisschen anders. Was wir hier auch sehen, sind die neuen Fiat-Felgen, ja, die wir im Leitchassis mit dabei haben. Sind dann schwarz-matt lackiert, wirkt mit der Farbe richtig schön. Ja, die gefallen mir echt gut. Und der René hat uns mir den Tipp gegeben gerade, dass wir unsere Standard-Fiat-Felgen auch matt-schwarz lackieren können. Auf die sind wir noch gar nicht gekommen, aber da denken wir mal drüber nach. Haben wir auch gemacht mit unserem Lackierer, wirkt echt schön. Ihr habt ja das Video von unserer Hausmesse, da kann man ja auch nochmal reinschauen, da haben wir das nämlich mal gemacht. Also wer da mal Interesse dran hat, da ist das mit dem Expeditionsgrau übrigens noch. Genau. Jetzt haben wir hier den Twin Sport 600 SPB. Das ist also die Sports-Baureihe, hat Adria dieses Jahr sehr erweitert. Letztes Jahr hat Adria den Sports SGX vorgestellt. Den hatten wir übrigens auch gefilmt letztes Jahr auf dem Caravan-Salon, genau. Exakt, genau. Das heißt, ich habe da das Hubdach mit dem hinten mit dem elektrischen Bett. Und die Adria hat das jetzt auch auf den 600er gebracht. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, unter 6 Meter 4 Personen zu transportieren, aber auch 4 Personen Schlafbereich anzubieten. Das Bett ist hierbei ein bisschen anders als im SGX und in dem SLB. Hier haben wir das über eine Hubschere mit dabei. Ja. Und Adria hat dem Sport jetzt auch so eine Eigenidentitätslinie gegeben, dass ich sofort erkenne, dass es ein Sport ist. Und das habe ich einmal, wenn ich hier an den Seiten schaue, da habe ich einen kleinen roten Streifen über diesem grauen Streifen, den man standardmäßig vom Twin Supreme kennt. Und das Ganze finden wir auch wieder, wenn wir auf die Oberschränke schauen. Die, dort ist jetzt über diesem grauen Bereich ein kleiner roter Streifen. Genau, ja. Und ist dann auch in mattweiß gehalten, jetzt die Oberschränke. Des Weiteren. Ja, stimmt, genau. Die waren ja glänzend normalerweise. Genau, die glänzend, ja. Ist so im Twin Supreme auch weiterhin, nur im Twin Sports hat man das jetzt so gemacht. Und die Polster haben auch ein eigenes Design bekommen. Also diese Polster, wie wir jetzt gerade sehen, in der Rückbank, so halb abgesetzt. Baxter ähnlich. Genau, das heißt jetzt, Blake heißt das jetzt in dem Fall für 2022. Natürlich haben wir das Serienpolster Arno auch noch, können wir gleich auch mal vorne im SGX Sport uns nochmal anschauen. Ist jetzt eben anders genäht als klassischerweise im Twin Supreme. Schön, schön. Sollen wir noch einmal hinten reingucken? Ja, gerne. Ist ja gerade der Querschläfer. Querschläfer, genau. Ne, dann mit den 6 Metern. Ja, sehr okay. Haben wir dann halt eben hier die Möglichkeit, quer zu schlafen und im Hubbett können dann 2 weitere Personen schlafen. Was bei dem Twin Sport jetzt auch dazu gekommen ist, serienmäßig, Barbara, wenn du uns einmal folgst, ist die Außendusche. Ja, die haben wir jetzt immer serienmäßig mit dabei. Oh, ja. Das ist super. Das ist für die heißen Länder sinnvoll, ne? Genau. Oder wenn man mal einen Hund abduschen möchte oder sich die Füße nach dem Strand abduschen möchte, hat man jetzt hier die Möglichkeit. Ist dann auch sehr interessant. Und hier sehen wir auch dann wieder, wie gerade drüben schon besprochen, den roten Streifen. Der das hat eben die Sportsbaureihe. Jetzt stehen wir vor dem Adria Active Pro. Ihr habt den Adria Active ja schon mal bei uns gefilmt, da war der ja noch in Weiß zu sehen. In Weiß. Mhm. Und hier haben wir den jetzt in dem neuen Grau von Renault. Das ist eine sehr interessante Farbe, wirkt richtig toll. Ja, ist komplett überarbeitet worden, der Traffic jetzt auch, oder der Adria Active, wie er hier steht, mit der kleinen Küche drin, kleiner Kleiderschrank, ist sehr nett gemacht, Aufstelldach zum Schlafen, kann aber auch nochmal die Sitze zu einer Liegefläche umbauen, ist halt eben ein klassischer Van, Campingbus, keine Toilette vorhanden, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten mittlerweile über Trenntoiletten zu arbeiten.
Ist ein bisschen was anderes als der klassische Twin, aber auch dafür gibt es sicherlich Interessenten, die das gut finden. Und das Schöne ist, der ist sogar noch bestellbar. Ja, immerhin. Die anderen Fahrzeuge haben wir gehört, die kommen nur noch aus dem Vorlauf. Genau, also bei den Twins ist es so, dass die Händler ihre Vorlauf noch verkaufen können. Natürlich können wir da auch noch Änderungen drin vornehmen, aber da ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Tja, gut, dann gehen wir mal weiter. Der René, wir haben gerade schon mal kurz gelacht wieder, weil wir wollten schon ein neues Fahrzeug ins Auge drücken. Aber wir bleiben erstmal bei dem Kompakt, also so viel können wir schon mal sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen tollen Wohnwagen. Und nur mal gucken, ja, da gehen wir jetzt mal zusammen rein. Und das ist ein, was für einer? Das ist der Astella 644 DP. Aber Frank, erinnere dich dran, als du Barbara in der Messe Essen, mal gucken den Kompakt DL, ja? Hör mal, ich war auch im Morello Empire, ne? Da waren wir auch mal nur gucken. Also so viel zu dem Thema, ne? 600.000 war doch ein Schnapper. Geht ja. Naja, also wie gesagt, der Astella 644 DP, der kleinste der Astella-Baureihe, jetzt neu vorgestellt. Barbara, geh mal rein. Ja. Kannst du mal, ne? Ja, vorne haben wir die Sitzgruppe, sehr schön gestaltet, mit den riesen Panoramafenstern. Das macht richtig was her, von der Haptik sehr, sehr schön gehalten. Die Küche mit dem gegenüberliegenden Kühlschrank, dahinter das Badezimmer, über eine Schiebetür. Ja. Riesengroßes Badezimmer mit getrennter Dusche. Und im hinten ein Queen-Size-Bett, das ich auch durch eine Schiebetür abtrennen kann nach vorne hin. Wenn ich mich mal ein bisschen separieren möchte, ist das durchaus auch möglich bei dem. Und wie gesagt, das ist der kleine der Astella-Baureihe. Wir haben den natürlich auch mit der Flügeltür, durch die wir gerade reingegangen sind. Die gibt es dann auch in einem Modell, dass ich die auch nochmal hinten im Badezimmer habe. Entschuldigung, im Schlafzimmerbereich, nicht im Badezimmer. Im Schlafzimmerbereich, dass ich dann zweimal die Flügeltür habe. Kommt sehr, sehr gut an. Richtig toll. Also muss ich wirklich sagen. Hoffe, ihr hört mich. Super. Ja, ganz toll. Ja, und jetzt sind wir an dem sogenannten Hauptziel. Nee, kann man nicht sagen. Es gibt so viele Ziele hier. Für Adria jetzt, und viele Wünsche und weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier eine richtige Neuigkeit. Genau, also ja. Das ist ein Grundriss, den es so bisher ja noch nicht gegeben hat im Kastenwagenbereich. Adria hat sich gedacht, ja, wir haben ja beim SGX das elektrische Hubbett, damit man halt eben den Wohnraum darunter perfekt nutzen kann. Aber wie können wir das Ganze noch verbessern? Und deswegen haben wir den Twinsport SG entwickelt. Und ich sehe ja, wie man jetzt hier schon sieht, kann ich die Betten auch einzeln umklappen. Ja, also ich habe die Möglichkeit, auch wenn ich nur ein Bett benutze, also wenn ich mal alleine unterwegs bin, kann das andere Bett hochgeklappt werden, kann dann mein Fahrrad reinstellen, kann beide Betten runterklappen, was auch sehr, sehr interessant ist. Wenn du mal nach oben filmst, Frank, oben die Taschen, die sind abnehmbar, herausnehmbar, was jetzt so die Oberschränke dann ersetzt. Mhm. Das heißt, wenn ich mal nicht so viel mitnehmen möchte oder ein bisschen aufs Gewicht achten muss, weil ich jetzt schweres Moped mit reinpacke, kann ich halt eben meine Taschen auch rausnehmen und muss es nicht die Taschen mitnehmen. Also ich kann es wirklich modular so nutzen, wie ich es gerade für diesen Urlaub brauche. Was für mich wichtig ist, nehme ich dann mit. Also auch für den Alltag praktisch ein optimaler, ich sag mal, Umzugswagen, weil es ist ja alles leer hinten dann. Bett wird hochgeklappt und dann habe ich total viel Platz. In der riesen Garage, ne? Genau. Und weiterhin das Hochdach oben drauf aus der Sportsbaureihe bekannt, wo dann weitere zwei Personen drin schlafen können. Das heißt, selbst wenn ich mal hinten Moped drin habe über Nacht, kann ich ins Hochdach mich schlafen legen und kann dann halt eben nächsten Tag weiterfahren. Ja, das ist richtig cool, muss ich sagen. Auch hier mit dem Boden wieder, mit dem Griff, ist klar. Genau. Bei der Sache in der Airline-Schienen drin. Genau. Das ist schon wirklich richtig gut. Und die ganzen Fächer. Ja, und sie hatten sehr viele Möglichkeiten, auch was zu verstauen, ne? Oder festzumachen. Und, genau, es ist halt eben, man darf es jetzt nicht ganz mit dem klassischen Kastenwagen vergleichen, wo ich meine Oberschenkel dabei habe, durch die Taschen, ist es natürlich ein bisschen was anderes als jetzt im SGX, im SLB. Wie gesagt, es ist vom Konzept her ganz anders gedacht. Man hat mal out of the box gedacht und ist sehr, sehr interessant geworden.
Aber maximal 4 Personen können trotzdem schlafen, ne? Genau, richtig. Oder, ich kann halt eben 2 hier hinten im Heckbereich schlafen lassen und 2 oben im Dach. Okay. Ja, und auch hier sehen wir das Erkennungsmerkmal der Sportsline, den roten Streifen, die Außendusche, die jetzt serienmäßig beim Sports mit dabei ist, können wir alles serienmäßig mit anbieten. Ja, wir sind jetzt einmal in diesem neuen Fahrzeug und zwar ohne Klappbadezimmer, aber trotzdem hier total funktional mit dieser Schiebetüre. Frank, wenn du einmal reinfilmst, dann einmal diese Dusche. Handwaschbecken hat die gleiche Größe wie beim SKX oder SLB. Oben auch dann mit Push-to-Open die Schränke, Handtuchhalter. Ich möchte mal daran erinnern, wir haben natürlich auch eine Außendusche hier. Kann man also auch außen duschen. Heizungsausströmer, alles dabei. Und auch groß genug. Und wenn wir jetzt einmal rüber filmen, der Zwei-Flammen-Herd, Spaghetti-Lösung und richtig stabiles Gitter. Ist also auch neu, ja. Und hier haben wir einmal die Schubladen. Das ist mal eine echte Innovation. Ja. Wenn du einmal hier filmst, Frank. Kleiderschrank. Also erst im Moment nur einseitig zu öffnen. Aber da ist absehbar. Und hier oben auch nochmal. Außerdem, du kannst ihn ganz aufmachen. Dann ja. Ja, und hier vorne, wie gesagt, der Kühlschrank. Also der ist nur einseitig, ne? Habe ich gerade mitbekommen, ne? Genau. Aber das wird sich. Ne, wird ändern. Wahrscheinlich auch nochmal ändern, ne? Ja. Aber den kennt man. Ich will es nicht. Ja, genau. Eisfachschrank. Ja. Ja, den kennen wir eigentlich, ne? Ja. Ist genauso wie der hoch eingebaute. Ne, wirklich sehr schön. Hier nochmal die neuen Sitze. Moment. Die sind auf jeden Fall jetzt strapazierfähiger als die alten Baxter-Sitze. Ähnlichkeit haben sie, aber behaupte ich mal einfach hier vom Sitzen her. Ne? Und dann natürlich Skyroof trotz diesem Aufstelldach. Ach ja, genau. Ja. Und was ist ja auch wieder zu, heute, ja, genau. Ja, vielleicht noch mal kurz zu erwähnen, ist die Webasto Dieselheizung. Ne? Ja. Da oben können 2 Mann schlafen. Dann. Ja, genau. Wirklich sehr schön. Sieht man auch hier mit den Schränken nochmal, ne? Schön. Nee, klasse. Wir waren ja gerade drüben in dem anderen, wir sind jetzt in ein anderes Modell mal rübergegangen, weil die Sitzbezüge, wenn die nicht gefallen, gibt es diese Bezüge in Arno auch nochmal. Die machen ja noch einiges anders her als die drüben, die Baxter-ähnlichen Bezüge. Hier haben wir Arno-Design, wäre auch möglich. Serienmäßig sogar, ne? Das ist serienmäßig, ja, anderes. Ah, okay. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben, dann muss ich die Kamera aber nehmen und gucken auch nochmal rein, wie es aussieht, wenn dieses Dach aufgeklappt ist. Ups, jetzt muss ich auch noch klettern hier. Gucken wir mal, alles offen. Ja, und dann hier der Blick in den Schlafbereich, wenn das Dach hochgeklappt ist. Ja, man hat dann hier die Zugschienen, um das Dach wieder runterzuholen. Mückennetz ist jetzt runtergewickelt. Ja. Einmal gucken, wie es hier aussieht. Das war der SG Sport. Ich hoffe, dass euch da die Kurzvorstellung hier auf der Messe ist, ein bisschen rummelig gefallen hat. Ja, und wir gucken mal, was wir sonst noch so vor der Linie kriegen. Ciao.